Road to Division 1 mit Ralf und mit einem Meisterpokal in der virtuellen Hand. Wir sind gerade aufgestiegen von Liga 9 in Liga 10. Jetzt auch mal haben. Hier, nimm. Jetzt haben. Nimm ruhig einen Schluck. Mach doch. Und gerade eben, ich weiß nicht, was ist los? Ja, ja. Ob ihr es mitbekommen habt, wir haben original gerade einen Heiratsantrag gehabt, A-Seed. A-Seed, also Ace wie Ass, Englisch geschrieben, hat gesagt, wenn ich noch gewinne, heiratet seine Freundin, stellt sich raus, ich habe gewonnen. A-Seed, put your money where your mouth at, oder so sagt man ja in Ingolstadt. Und deswegen, herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit. Ich hoffe, deine Freundin sagt, ja, halt uns mal auf dem Laufenden. Geh mal auf redditbeans.de und sag mal, wie es gelaufen ist. Ob sie ja gesagt hat oder was, oder ob du jetzt irgendwie auf der Straße wohnst. Und Simon übrigens hat mir gerade geschrieben per WhatsApp und hat gratuliert. Wirklich kein Scheiß. Simon hat geschrieben und gratuliert zur Hochzeit. Also es wird richtig toll. Und wir sind dann im ersten Spiel jetzt in Liga 8 und ihr seht, er sucht. Also ich habe schon in Auftrag gegeben, er möge bitte suchen. Wir müssen Leute finden, die gegen dich antreten wollen. Ich glaube, das ist das Schwerste. Sie wissen, dass du heiß bist. Guck mal, ich flüge jetzt ja durchs Feld. Na, das ist ja so ein bisschen so, als wenn, stell dir vor, Lewis Hamilton wird strafversetzt auf dem letzten Platz. Und dann geht der Grand Prix los. Was macht Lewis Hamilton? Er fliegt durchs Feld und macht nicht Stopp, bis er auf Position 1 ist. So ist es hier ein bisschen bei uns auch. Wir sind Liga 10 gestartet, was Quatsch ist. Und die ganzen anderen Leute, die da jetzt in der Liga sind, die sind ja zu Recht da. Und die wissen genau, ich bin nur auf der Durchreise und ich fliege da jetzt durch. Und deswegen will keiner gegen mich spielen. Anders kann ich mir das nicht erklären. Ich weiß nicht, was hier passiert. Ich mach mal auf Abbrechen und probiere es einfach nochmal. Manchmal führt das einfach zu nichts. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der um diese Zeit niemanden findet. Es ist Freitagnachmittag, die Leute haben alle Wochenende. Apropos, ist Wochenende! Nice! Wie geil ist das denn? Ist Wochenende, Ralf. Richtig. Weißt du überhaupt, was das ist? Ich meine, für dich ist Wochenende Spieltag. Für mich war 15 Jahre lang Wochenende mal arbeiten. Ja. 14. Ja, arbeiten, immer arbeiten. Ey, ach so, nee, wir sind da, das war nur so ein bisschen rumpimmeln oder was? Dude, Alter, ich habe auch Fußball gespielt. Ich habe ich habe Bezirksklasse gespielt, ich habe Kreisklasse gespielt, ich habe die Knochen hingehalten für meinen Verein. Ich habe 3 Tore gemacht gegen SV Ochtmissen. Und wirklich wahr, also wenn du mal keinen Gegner gefunden, das ist ja... Ich mach mal, was kann ich denn hier mal ändern? Begrenzt erweitern kann ich nur begrenzt erweitern machen. Vereinstyp mache ich mal. Alle, ich habe alle. Mehr kann ich nicht machen als alle. Das ist doch nicht euer Ernst. Wieso finde ich denn jetzt hier niemanden? Alle haben sie Schiss. Ja, aber du kannst. Eigentlich müssten wir mit dem Flow, in dem du gerade bist, das ganze Wochenende durchspielen. Ja, Mann, Alter, das wäre so nice. Ich wäre innerhalb von kürzester Zeit Liga 1. Ja. Pam, 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 pam. Lass uns doch mal ein. Road to the Division. Road to Division 1 in one weekend. Ja. Aber stell dir mal vor, dass man so in der Hälfte der Zeit oder nach einem Viertel der Zeit stellt sich raus, okay, das ist zu ambitioniert, das wird nichts. Dann ist der Rest der Zeit echt quälend. Ne? So, wenn du halt, stell dir vor, du pendelst immer so. Du musst dir keine Gedanken, ja, aber du musst dir keine Gedanken machen, dass dir die Motivation ausgeht. Dafür sorge ich schon. Das ist gut, wenn du mal. Weil da wollte ich nämlich dahin kommen, was ich hier. Ne, das hier. Ich habe nichts verbrochen gerade. Nein, es war ja auch nur. Guck mal, er findet einfach nichts. Ihr könnt jetzt mal eben zeigen. Nicht, dass die Leute glauben, ich erzähle Quatsch, der findet einfach nichts. Ich gehe jetzt hier einmal komplett raus und wieder rein. Und dann vielleicht muss er sich neu connecten oder was auch immer. Ich habe da so einen Bekannten in meinem Freundeskreis. Einen Bekannten in deinem Freundeskreis? Ja, der ist so. Geschäftsführer von zwei. Shops auf der Reeperbahn. Ach echt? Wo es so Dildo-Shops? Daniel Schöckert oder über wen reden wir jetzt? Nein, aber genau solche Läden, wo es Spielzeug, DVDs etc. gibt. Okay, cool. Und ich weiß auch, dass er eine Abteilung hat in seinem Raum. Da gibt es so Nippel, die unter Strom stehen. Und da habe ich das Steuergerät in der Hand. Oh, ist was hältst du denn davon? Nee, ey, wir haben schon so mal so diese Stromschlag-Halsbänder gehabt und so, ne? Ja. Und wir haben echt... erstaunlicherweise ziemlich viel Sadisten bei uns in der Crew und den vertraue ich halt mal gar nicht. Ja, aber mir vertraust du ja. Ja, aber du. Also vertrau mir, mir kannst du nicht trauen, aber. Aber du hast mich schon echt oft gepiekst. Oh, guck mal, ich spiele zur Abwechslung. Ja, aber was passiert, seitdem wir uns das überlegt haben? Ich siege. Dankeschön. Du hast recht. Aber ich spiele schon wieder gegen Madrid. Also ist Madrid, Barcelona, 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 und Madrid. Das du musst dich dem Erfolg da unterordnen. Ja. Ich Özil. Özil! Schieß mal. Aber hast du gesehen, wie der Özil, wenn er... Oder wir besorgen uns so Manschetten,
die du halt mit Strom, also auch über Dings und dann so unkontrollierte Muskelzuckungen während des Zockens. Macht riesig viel Spaß. Aber aus. Macht wahnsinnig viel Spaß. Wenn du hast du das schon mal ausprobiert? Kein Kommentar. Also ja. Hab ich bei YouTube gesehen. Das ist so lächerlich. Der Bale in seinem blöden Zopf. Erik Meyer hat 2 Zöpfe, nur 1 Zopf. Was sagt das aus? Erik Meyer ist doppelt so gut wie Bale. Hattet ihr mal sowas wie Spiele mit Schmerz? Ja. Ach so, deswegen kennen das alle. Ja. Also die Grundidee ist, ich habe mal ein Video gesehen, da wurde tatsächlich in der Halle Fußball gespielt, auf so einem kleinen Feld, 5 gegen 5. Okay. Und die hatten so jeweils am Oberkörper und an den Oberschenkeln und Waden halt so Manschetten, die halt extern gesteuert wurden. Okay. Und zwar waren das so... Also jetzt keine gesundheitsgefährdenden Stromschläge, aber halt schon so, dass deine Muskeln irgendwie mal so unkontrolliert... Oh, das ist unangenehm. Und dann wolltest du gerade schießen, weil du vorm Tor standest und dann hat der Schieds oder der Spielleiter draußen auf den Knopf gedrückt und dann konntest du nicht schießen. Das ist gemein. Ja. Aber das, so fühlt sich das für mich auch mal. Ey, das ist, der drängelt mich weg. Das ist Verhinderung einer klaren Torschance. Das ist rot. Oh Gott, ich hab jetzt den Ball. Ich habe keine Geduld. Das war mit deinem Kumpel Christian Gürnt, echt? Ja, genau. Echt mit Chris? Der gemacht, ja. Und Wolf. Chris und Wolf. Wieso wundert mich das jetzt bei Chris nicht? Das ist so. Und dann hat er den Laden verklagt. Wegen Schmerzen. Ich spiele den Pass in die. Aber da musst du keinen Pass mehr spielen. Da musst du einfach ein Tor schießen. Jetzt, du stehst. Jetzt. Nein! Mann! Also Latte kannst du heute. Was ist da los, ey? Drecks Pimmellatte, Mann! Entschuldigung, das sind echte Emotionen. Oh Gott, diese Dreckslatte. Ja, Entschuldigung. Gürn, klar, der hat das gemacht und da hat er sich abgesetzt. Hat den Laden verklagt auf 2 Millionen und dann ist er zu Gameswelt gegangen. Und seitdem senden wir aus dem Keller. Ja. So war die wahre Geschichte. War nicht eine Zeile war gelogen. So, ich mach wieder meinen geilen Trick, den nur so richtige. Irgendwann mache ich mal so ein Matthäus-Tor, ey, da freue ich mich schon drauf. Wie 1992 gegen Bayer Leverkusen. Ja. Im ersten Spiel nach seiner Kreuzbandverletzung. Ja, haut da den aus 17 Metern Volley. Einfach das Traumtor. Bis heute eines der schönsten Tore, weil es halt auch bis dato, also vielleicht hat es irgendwann mal jemand gemacht vor meiner Zeit, aber das war das erste Tor, was ich dieser Art gesehen habe. Achso, okay. Weil ich wollte sagen, eins der schönsten Traumtore überhaupt, Marco van Basten im Trikot von Ajax Amsterdam mit einem Fallrückzieher in Winkel. Ich weiß, welches war. Aber großartig. Das war halt. Den solltest du jetzt. Das war nicht. Alter, während der Angriff läuft, wie sagst du mich, das ist ja unfassbar. Ja, aber dann nimmst du ihm den Ball ab. Vorher begleitest du ihn und dann gehst du drauf. Ranschieben. Oh, der läuft weg vom Ball, der andere läuft entgegen. Obwohl ich in der besseren Position bin. Merdesager ist einfach ein Genie. Merdesager hätte auch voll verziert Tore machen, wenn er wollte. Hier ran. Ninja Shaki-san, wenn es wirklich das Tor ist, worüber wir sprechen, dann Hut ab. Flügelwechsel brillant gespielt. Lauf. Alter, lauf. Ey, das ist fucking Sanchez. Keiner ist schneller als. Oh, fuck, falsch abgerutscht. Hast du gesehen, wie ich schweißnasshändig vom Pad gerutscht bin gerade? Ja. Weil es so eine rasante Partie ist. Drecks Madrid. Dass der einfach nicht durchstartet in den freien Raum. Was ist da los, Trainer? Oh, das ist aber eine Schlacht hier, ey. Ja, wo ist er denn jetzt? Und ich muss dem Chat recht geben, also das, was ihr aufzählt an besten Toren, die waren alle ganz geil, aber das ist halt... Felix Magath 83, unübertroffen. Ja, jetzt kommst du mit deinem HSV. Konzentrier dich mal lieber auf Fußball. Aber immerhin mal der Abschluss. So, und dann wird's gefährlich. Nur wer schießt, kann auch ein Tor machen. Das ist richtig.
So. Steht die Giese. These. Aber nur wer schießt, kann auch vorbeischießen. Das ist aber auch. Also, wo kommt da hin? Mann, oh Meda, ey. Özil hat nur einen linken Fuß, aber es war auch jetzt faul. Was? Das war, wenn schon, wenn das ein Foul war, dann war das gegen Özil. Alter, das ist ja nicht zu fassen. Dieser Pass, ey, der läuft allein aufs Tor. Nicht mehr Garnier, jetzt spielen wir ein. Das ist alles nicht zu fassen. Oh. So. Nee, zu leicht. Oh, fieses Ding. Aha. Ey. So. Und dann auch noch beschweren. Freundchen. Das ist nicht zu überbieten und Geistigkeit, oder? Freunde der Sonne. Wer das sagte das? Der neue Paderborn-Trainer. Dankeschön. Dankeschön, die Lehrer. Ach, Mann, ich sollte nicht. Ich sollte das eigentlich gar nicht probieren. So, halt ihn fest, halt ihn fest. Nimm die gelbe Karte mit, ist mir egal. Brauchst du nicht mal. Der ist nicht zu stoppen, dieses Drecksvieh. Mit seinen hässlichen pinken Schuhen. Ich hab echt. Ich bin sogar die. Ich hab die antizipierte Bewegung. Ich wusste, dass er nach innen zieht. Beide Male. Da auch wieder. Jetzt freut er sich, dabei ist das Quatsch, dieses Tor. Ich hatte schon Alu-Treffer und alles. Ich denke, bei FIFA muss man erst 4 Alu-Treffer haben, bevor man das Tor schießen darf. 4 Latten, ein Tor? Ja. Du wolltest jetzt schon wieder da auf ja, den Ball Zirkus machen. Nee, ich wollte, dass der mich fault. Das ist halt so. Manchmal, wenn der Computer gnädig ist, dann brauchst du die nur berühren, dann kriegst du 11 Meter. Frag Nils mal wegen des Fallout 4. Ich frage, ganz kurz, Lokzi, ich frage halt, zum einen lese ich es jetzt gerade zum ersten Mal, zum anderen frage ich auch, weil du den Genitiv benutzt hast. Großartig, vielen Dank. Frag Nils mal wegen des Fallout 4 Marathons. Gib einen Reddit-Thread dazu. Echt? Ja. Ist das schon ein offizieller... Hallo? Ey... Das ist schon ein offiziell angekündigtes Ereignis. Steht, ich frag mal wegen des, ich weiß nicht. Ja. Ja, ich weiß nicht, ob das schon alles in trockenen Tüchern und offiziell ist. Okay. Aber da wird es was geben. Also wir machen was zu Fallout. Weil, aber pssst. Wir machen so ein. Wahrscheinlich machen wir was Lustiges zu Fallout. Das wird kurios. Aber ich warte mal lieber ab, weil nachher. Kriege ich Ärger mit unseren zuständigen Abteilungen, weil ich irgendwas ausgeplaudert habe, was noch gar nicht ausplauderungswürdig ist. Guck sich das an, ey. Fault mich weg. Oh. Alter, ey. Was willst du da noch machen als einsamer Walcott? Ja, natürlich schießt er den. Im Thread ist auch das Video verlinkt, wo Nils den Marathon angekündigt hat. Echt? Ja. Wann hab ich das dann gemacht? Keine Ahnung. Fuck, ey. Entweder ich hab einen Doppelgänger oder ich hab. Oder du warst kein, besoffen. Kein gutes Kurzzeitgedächtnis. Ja, am Wochenende Hamburger Berg. Oder da hab ich das angekündigt. Einer aus der Community. Nils, wie sieht's denn aus mit Dings? Und du dann nach dem zweieinhalbten Bier bist redselig geworden. Und da habe ich es ausgeplaudert. Und ja. Da haben wir ein Video gemacht und dann ist alles raus. Richtig. Nee, habe ich das echt schon gemacht? Das habe ich dann noch nicht gemacht. Dann habe ich zusammengeschnitten aus irgendwelchen Fetzen, die sich im Laufe der letzten 10 Jahre ergeben haben. Haben die irgendwas mir in den Mund gelegt. Das ist sowieso das Schäbigste. Ne? Man kann ja im Prinzip jetzt alles mit mir machen. Ich habe ja jedes Wort, was existiert, wahrscheinlich schon einmal gesagt. Und dann können die einfach zusammenschneiden, wonach ich gerade... Ich kann auf zu reden jetzt, Mann! Nee, ich hab's selbst erkannt. Ich hab den Finger schon gespannt gehabt. Ja, genau. Läuft. Er war schon. Nein. Was? Nein, es ist 17:54, das können wir jetzt nicht. 17:54. Was ich damit sagen will, ist, wir haben schwach angefangen, uns gut gesteigert und ich möchte jetzt nicht mit einer Niederlage diese Sendung beenden, weil sonst. Und die Regie wird gerade die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, aber so hören wir nicht auf. Das stimmt, das heißt, wir müssen dann zur Not überziehen. Lauf.
Alter, das ist ein Foul. Der schubst mich davon hin. Sag da auch mal was, Ralf. Ich kann den Ball Was soll ich Ihnen sagen? Schiri, der schubst, oder? Ja. Ja, super. Ich hatte den Joghurt im Trigo außerdem. Mann, wie kommt der da von hinten an mich ran? Fitschel, Fatschel, ey. So, was machst du jetzt? Gib mir den Ball. Ich find's erstaunlich, dass Petr Cech sehr offensiv verteidigt bei gegnerischen Ecken. Ja, ist einfach Petr Cech, der... Mann, wie ich ihn mir vorgelegt habe. Ja, und der läuft an mir vorbei. Natürlich läuft er an mir vorbei. Selbstverständlich. Warum auch nur einen halben Zentimeter Richtung Ball gehen? Warum? Macht dich mein Trikot nervös? Ja, dieser Leistungsdruck, ey. Das ist. Dein Trigo zeigt mir all das, was ich nicht erreicht habe. Damals, ey, hatte ich eine gute Saison mit JSG Arnhof Briebling. Und die drei Tore nicht zu vergessen im Spiel gegen? SV Ochtmissen. Ja, wer könnte das vergessen? Aber siehst du, ich muss dich nur an einen schönen Moment erinnern und dann bist du wieder gefährlich. Jetzt musst du. Ja, aber durch behindert worden. Schuss war getriggert, er behindert mich. Und der haut ihn in die Wolke. Junge. Ja, Junge, aber da muss auch mal ein Elfmeter geschossen werden. Wie hast du damals die drei Tore geschossen? Ey, bist du angeschossen worden, oder? Oh, das ist meinem einzigen Erfolg gegenüber richtig ungerecht. Ja. Ja, siehst du, wenn du sie vorne nicht machst, kriegst du sie hinten rein. Ja, aber ganz ehrlich, das ist doch Popel. Was ist denn das, ey? Der Schmierlatz, Alter. Das ist doch Quatsch. Also, liebe Regie, könnt ihr schon mal die Bauchbinde vorbereiten? Die nachfolgenden Sendungen verzögern sich um. Wie lange dauert ein Spiel? 15 Minuten. Richtig, um 45 Minuten. Okay, pass auf, ich spiele jetzt mal ordentlich. Dass ich jetzt manchmal an den Ball komme. Aber ich glaube an dich. Tiefstes Vertrauen. Guck mal, aber das sind so Momente, ne? Also erst hast du kein Glück und dann kommt auch noch Pech dazu. Ja, das ja. Das. Noch abseits, Mertesacker. Was pfeifst du jetzt? Bitte, was war da jetzt? Ey, es ist unfassbar, dass der da original jetzt irgendwie noch eine Show draus macht. Ralf, sag doch mal bitte was. Ja. Wo war das denn als Foul? Naja, das Akklimatisieren in einer neuen Liga ist halt. Es ist eine neue Liga. Ja, aber es ist ja mit besseren Spielern. Es ist auch ein bisschen albern, oder? Sei mal ehrlich. Erstmal, jeder Freischuss hier ist ein Winkel, offensichtlich muss man das ein paar Mal üben. Und dann es gibt halt Leute, die können Freischüsse schießen. Ja, Bullshit, sind Leute, die spielen mit Madrid und Cristiano Ronaldo, weil sie kleine Eier haben. So, das, jetzt ist es raus. Die haben alle ein kleines Eierproblem. Deswegen spielen sie mit Ronaldo, weil sie glauben, der hat Cojones, weil er breitbeinig da steht. Da denken sie, oh, wer so steht, der hat bestimmt Stiereier. Und deswegen spielen die mit Ronaldo und Real Madrid. Die wahre Kunst ist doch mit einem Underdog-Verein wie Arsenal London, wo ein Per Mertesacker hinten in der Abwehr steht, damit Erfolge zu feiern. Das ist doch Leistung, oder was? Hier, ich kretsche ihn jetzt um, die sind blöd. Nein! Ist doch so. Frust ist ein schlechter Ratgeber. Konzentriere dich auf dein Spiel. Frank Frust ist du Trainer bei... Du bist FC Nils. Arsenal. Du bist Arsenal. Okay, Mann. Du bist ein Gewinner. Ey, der schiebt sich vor mich, als wenn... Nein, da bist du doch. Jetzt hör auf zu meckern, du bist im 16er. So! Konzentrier dich doch bitte einfach auf deinen Fußball. Einfach nur deine Art und Weise zu spielen. Wieso ist aber auch der öselste Mensch der Welt. Wenn der sich die Reihen öselt, dann... Und der schiebt, der hat sich vor mich geschoben. Ja, Entschuldigung, Kontaktsport, da gibt's halt mal einen. Ja, aber... das. Ja, nix, dann hast du den... Nein, du hast weitergespielt, hast dir den mal wiedergeholt und hast ihn in die Maschen gehauen. So, danke schön. Gib mir die Pille jetzt hier, Ronaldo. Ah, ich hau dich weg. Bist aber zu spät wach geworden, wie es so schön heißt. Nee. Zu spät gibt's nicht, Alter. Och, das war gemein. Ich war gerade im Modus. Guck mal, der nimmt auch nur den... Man weiß auch schon, was der macht, ne? Weil der Ronaldo die einfach rum... Lauf. Kommt nicht an, der Ball. Warum kommt der nicht an? Ey, hast du es gehört? Ich hab's gehört. Das ist schon wieder die dumme Latte, ey. Das ist so schlecht.
Gib mir den Ball, dober Ronaldo. Los, weg. Ach, das ist so schlecht. Ja, mach hier nicht so einen Füllefanz. Abseits. Extreme Wildernis in meinen Emotionen gerade. Oh, das ärgert mich gegen so. Oh. Es ist ärgerlich und ich habe gesagt, so möchte ich nicht aufhören, aber zum einen haben wir keine Bauchbinde wegen 45 Minuten. Danke, liebe Regie. Zum anderen muss ich auch gestehen, deine Reaktion hat mir gefallen. Ich mag. Du hast in diesem Spiel nicht gut angefangen, das weißt du selber. Ja, Coach, ja. Nee, wirklich, du hast recht. Also, nimm die Ironie raus, sonst bringe ich das nächste Mal die Nippelklemmen mit Strom. Nein, wirklich, aber das war auch echt schlecht jetzt. Ich muss aber ich finde, du hast zumindest die richtige Reaktion gezeigt. Wenn auch etwas spät. Ja. Aber wir sind in einer neuen Liga. Das ist korrekt, da muss man sich und, erst mal... Da musstest du dich auch erstmal zurechtfinden. Da weht ein anderer Wind. Ja. Übrigens hat sich der Chat aufgehangen, wie ich gerade sehe. Da weht ein anderer Wind. Und ja, ey, wir können leider, ich würde auch voll gerne noch weiterspielen, aber wir wollen das zum einen den Leuten nicht zumuten, die jetzt eingeschaltet haben und weil sie sagen, ich habe keinen Bock auf Fußball, gut, euch ist eh nicht mehr zu helfen. Da, oh, da knallt er zur Abwechslung mal gegen die Latte, der Ball. Achso, ihr habt das Replay nicht gesehen. Und wir haben jetzt im Anschluss natürlich noch einen richtig, richtig tollen Abend. Deswegen müssen wir leider diese Punktlandung mitnehmen und bei einer Niederlage aufhören. Aber so ist es manchmal. Wir machen eine kleine Pause. Sind nächste Woche wieder da mit Rocket Division 1. Dann vielleicht bist du ja wieder da, spontan, wenn sie es ergibt. Achso, ja, danke. Ja? Hat mich sehr gefreut. Ich war jetzt gerade hier dabei, den Chat wieder, da ist er wieder. Du kannst auch nicht multitasten, ne? Doch, kann ich. Ich habe dir auch zugehört. Du kannst dich mal einen Chat bedienen, während du kannst dich mal reden, wenn du einen Chat bedienst. Ich muss reden, während ich Fußball spiele. Alter, willst du Streit? Aber willst du? Nee, nein. So, also. Vielen, vielen Dank an dich. Ja, ich danke dir. Nein, vielen Dank, dass das wieder so spontan geklappt hat. Ja. Ja, und ja, du, wenn ich das nächste Mal in Hamburg bin, sage ich halt Bescheid. Und wenn es passt, am 26. bin ich. Dann passt. Nein, aber es kann tatsächlich sein, dass ich am 26. in Hamburg bin. Es ist ein Montag. Ach so. Ah, nee, da ist ja Bundesliga. Ja, klar, kommst du Bundesliga vorbei. Ist doch nice. Ja, nee. Nein. Aber wir müssen jetzt echt Schluss machen. Bis zum nächsten Mal, ja. Und die Regie sagt zwar nicht, die redet nicht mit uns, aber ich gehe davon aus, wir müssen Schluss machen. Weil sie nicht mehr mit uns reden. Wissen wir, dass Schluss ist. Ja, und vielen Dank fürs Zusehen. Habt ein tolles, tolles Wochenende und schaltet ganz viel Rocket Beans TV ein. Ganz viel Spaß. Tschüss.